Hey, ja, hier ist der Sternschnuppel. Willkommen zurück zu Starlancer, zur Fortsetzung dieses Spiels und damit zur nächsten Mission. Beim letzten Mal haben wir die Koalition wieder ein bisschen ausgenommen, und zwar mit Treibstoffzellen für unser eigenes Warp-Tor, also für unsere eigene Warp-Tor-Technologie, haben wir uns von einer Koalitionsbasis geholt. In so einen Asteroiden, wo wir reingeflogen sind. Das war ein ganz besondere Feature dieser Mission. Und haben dort Rippers verteidigt. Gemeinsam haben dort zusammengearbeitet mit den Ronin, die erst die Jäger weggelockt haben. Da konnten wir wieder hin. Hatten nur mit den Resten zu tun. Und dann haben wir die Rippers halt verteidigt. Unter anderem gegen die Golden Warriors. Des Anführer bei Dragon. Die auch kurz dort erledigt haben. Und haben damit einen Sieg errungen auf der ganzen Linie. Und ja, machen wir ja entsprechend weiter mit der nächsten Mission dieser Folge. Aber erstmal gibt es natürlich wieder die Nachrichten. Vielleicht wurden wir ja erwähnt. Wir werden unsere Folge ja erwähnt oder andere Erfolge. Aber wie man sagen, hören wir mal rein. Hier spricht Heidi Moore für ACN am 6. März 2161. Die alliierten Streitkräfte sind in dieser Woche mit den Carriern ANS Yamato und Washington weit hinter die Linien der Koalition vorgestoßen. Dabei konnten sie viele feindliche Konvois sowie eine Versorgungsbasis zerstören. Die Koalition hat zwar einen Gegenangriff versucht, jedoch verhinderten alliierte Angriffe an anderen Stellungen, dass Verstärkung geholt werden konnte. Die neue aggressive Taktik des Oberkommandos der Allianz zahlt sich offensichtlich aus und zwingt die Koalition in die Defensive. Wenn die Allianz den Druck aufrechterhalten kann, bleibt zu hoffen, dass die Koalition keine Kraft mehr für Gegenangriffe hat, wenn ihre Verstärkung eintrifft. Es ist jetzt fast sicher, dass Admiral Caldwell zum ersten Präsidenten der Allianz gewählt werden wird, nachdem sein wichtigster Herausforderer Terence Hanley ausgeschieden ist. Hanley, der kein Interview geben wollte, hat eine Pressemitteilung veröffentlicht, wonach er aus gesundheitlichen Gründen auf die Kandidatur verzichtet. Das war Heidi Moore für ACN. Bis zum nächsten Mal. Ja, es steht einer Militärdiktatur nichts mehr im Wege, würde ich mal behaupten, ne? So sieht's halt aus. Naja, gut, wir gucken das Ganze mal schriftlich an. Vielleicht gibt's da noch mehr Texte. Oder nicht, oder für alle, die es jetzt nicht gehört haben. Ihr könnt es mal lesen, dank meiner Hilfe. Ja, ich bin ja so einer, ich zeig ja alles, was im Spiel hat, auch wenn es mal doppelt ist. Ja gut, wir wurden nicht erwähnt, so ist das leider. Julianus Washington. Ich weiß nicht, ob wir die kennen, keine Ahnung. Ja, 6. März 2161. Die Truppen der Allianz, darunter die Carrier Yamato und Washington, konnten mit den letzten Operationen eine Bresche in die Frontlinien der Koalition schlagen, sowie einige feindliche Konvois und eine Nachschubbasis zerstören. Der Versuch der Koalition, eine Gegenoffensive zu starten, wurde durch erhebliche Verluste an der Frontlinie und in der Folge ausbleibende Verstärkung vereitelt. Die offensive Taktik scheint sich jetzt auszuzahlen. Nach dem Rückzug des Hauptherausforderers Terence Hanley aus dem Rennen um den obersten Posten deutet nun alles darauf hin, dass Admiral Caldwell als der erste Präsident der Allianz gewählt wird. Hanley, der für ein Interview nicht zur Verfügung stand, gab in der Presse Erklärung schlechten gesundheitlichen Zustand als Grund für seinen Rückzug an. Ja, und auch wahrscheinlich alles so alte Leute, die jetzt hier alles regieren wollen. Ja, kommt hier einem bekannt vor. Das spielen wir noch aktuell. Ja gut, wir haben hier nichts weiter Neues erfahren. Wir können also weitermachen. Wir sind mittlerweile wieder auf Rang 2 in der Abschlussliste gekommen. Das heißt, ganz weit vorne fehlt uns nur noch ein paar Abschlüsse, fehlen uns noch, um Klaus Steiner mal an seinem Thron zu sägen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen in den Besprechungsraum und schauen, was wir da zu tun haben. Ne? Also, los geht's. Hallo. Okay, alle miteinander, passt gut auf. Jetzt wird's interessant. Unser alter Freund Colonel McGann und seine Company haben in letzter Zeit öfter unsere Frontversorgungslinien angegriffen. Das Oberkommando möchte sie aus dem Weg räumen und hat uns für diesen Einsatz vorgesehen.
Wir wollen die da oben nicht enttäuschen. Eine große Waffenlieferung ist zur Front unterwegs. Wir haben dafür gesorgt, dass die Nachricht schon durchgesickert ist. Mit etwas Glück tauchen McGann und seine Freunde auf, weil sie leichte Beute wittern. Die Jagdeskorte des Konvois hat Anweisung erhalten, ein paar Ladungen abzufeuern und dann abzuhauen. Jetzt kommen die Tigers ins Spiel. Euer Befehl lautet, McGann mit seiner Beute zur Basis zurückzuverfolgen. Dann, und nur dann, bekommt ihr grünes Licht für den Angriff. Macht die Jäger von McGann fertig, der Gamma Wing erledigt den Rest. Alles klar? Ah, eine Angriffsmission mit Jäger. Das heißt, sie brauchen einen Jäger zum Kämpfen. Da erwies sich die Patriot ja letztes bisschen wirklich als super, muss man echt mal sagen. Das ist kein Vergleich zu der Tempest, die halt wirklich nur für schwere Gegner sind. Also für Basen, Großkampfschiffe und ähnliches. Da ist die viel besser gegen Jäger. Deswegen würde ich sagen, die beiden waren, ne? Die werden wir weiterhin noch mal fliegen. Die Patriot, was haben wir hier nur für Raketen? Vagabond, Raptor und Beamer. Auf meiner letzten Mission. Ich glaube, ich bin mit der Ausrüstung zufrieden gewesen, muss ich sagen. Aber nichts ändern. Ja, das ist doch cool. Ich bin mittlerweile schon bekannt. Die. Was sagst du vom Hangar? Weiß bereits schon, was ich will. Umso besser. Also würde ich sagen, wir können so direkt loslegen, ne? Also wir nehmen hier 6 Raptors, 2 Vagabonds und 20 Screamers dabei. Ist alles okay. Also ich sage, los geht's. Viel Erfolg bei der Jagd, Piloten. Na, machen wir mal. Der Start ist freigegeben. Viel Glück, Brücke Ende. 15. April 2161. Wieder 1,5 Monate später. Das heißt, wir sind so groß. Tigers, die Crimson Sky und ihre Eskorte kommen gerade an. Hey Tigers, ratet mal, wer die Eskorte ist. Colonel Tanner Puma, schön euch zu sehen. Wir jagen also McGann. Es wird mir ein Vergnügen sein. Der kriegt sein Fett ab, das ist sicher. Wieder 2 Maydays bei mir im Team. Shuttle Beta 9, steht die Fernsteuerungsverbindung zur Crimson Sky? Ja, yeah, wir haben volle Kontrolle von hier. Wenn McGann auftaucht, lösen wir das Auswurfsystem der Crimson Sky aus und sie werden noch nicht mal was mitkriegen. Wir sind alle abmarschbereit. So, Tigers, ihr werdet ein Navigationspunkt hinter uns sein. Keine Sorge, Colonel, wir werden direkt hinter Ihnen sein. Tigers, hier Tanner. Wir sind der Navigationspunkt 1. Alles klar, soweit. Colonel, wir sind sprungbereit. Verstanden. Wir fliegen weiter zu Navigationspunkt 2. Okay. Warp-Antrieb einsatzbereit. Na dann. Bereit zum Abspringen. Colonel Tanner, Sie haben einen... Verdammt, das hat uns noch gefehlt. Tigers, Sabres im Anflug. Wir müssen uns beeilen, Leute. Tigers, kümmert euch um sie. Wir haben keine Deckung. Immer nie rum. Colonel Tanner, ein Wing der Koalition ist uns auf den Pass gerückt. Funkverkehr einstellen. Wir wollen verhindern, dass die ihre Position ausmachen können. Kommt schon, wo ist der Jagdschutz? Wenn die mal fünf die Bomberpiloten wären, könnten die allein überleben, ha? Scheiße. Vagabond, Screamer aus dem Also. Freu dich auf die Hölle, Pilot! Schuss, komm. Oh, voll daneben. Ich bin getroffen! Ah! Alle Achtung, großartiger Schuss. Und tschüss. Ja, komm her. Mach schon, erledigt die Jäger. Ja, auch schnell weg. Ja. Alle Achtung, großartiger Schuss. Ich könnte ihm eine Antwort geben auf die Frage, aber die will ich nie mehr hören. Würde ich mal sagen, ne? Oh, komm her. Wie ist das möglich? Ah!
Macht die keiner platt hier, alles so blöd, wa? Deswegen bin ich halt die Nummer 2, die anderen halt irgendwo ganz weit hinter mir. Nein! Bitte! Nimm das, du Versager! Noch ein Grünschnabel, der Royans frisch aus der Schule. Nicht mit 190 Abschlüssen, mein Lieber. Das hast du ja noch überlegt, ne? Du bist es wert. Du kriegst immer eine Antwort. Der Navigationspunkt ist feinfrei. Gute Arbeit, Tigers. Screamer, Tigers, was ist passiert? Jäger der Koalition, wir haben uns ein bisschen um sie gekümmert. So, Colonel, was gibt's bei Ihnen? Wir haben da vielleicht was. Haben Ionenspuren geortet. Warten Sie mal, es sind Jäger angekommen. Es ist Megan. Pumas, ausschwärmen und angreifen. Shuttle Meter 9, ich starte die Rettungskapsel der Crimson Sky jetzt. Okay, sie ist weg. Bandit, ich bringe jetzt mit dem Rest des Konvois zu ihrer Position. Da kommen das Shuttle und die Frachter. Haben unerwünschte Gesellschaft. Kümmert euch um sie, Tigers. Ihr kommt direkt mit ihrem Warp-Antrieb dann. Verflucht, es sind diese Verräter. Sie haben uns gesehen. Beta 9, kannst du ihren Funkverkehr stören? Schon geschehen. Ihr habt maximal 6 Minuten, bis ihr zu Megan durchkommt. Macht sie fertig. Hier spricht Mammoth 1. Das wird uns hier zu heiß. Wir springen mit dem Rest des Konvois. Viel Glück, Tigers. Oh, das Ganze ist Wendy, die Kiste. Toller Schuss. Wem darf ich die Blumen schicken, Kamerad? Deiner Witwe vielleicht. Wenn er eine hatte. Vielleicht, oder halt vielleicht nur halt den Witwer. Ich weiß ja nicht. Immer weiter so, man. Weiter so. Vielleicht ist das ja auch eine Frau. Viele gibt ja nicht viele Frauen hier. Vielleicht alle Verräter. Alle Verräter. Klasse Schuss, Kumpel. Alle Verräter sind Schlangen vielleicht. Ich weiß nicht. Das war der letzte von denen. Gute Arbeit, Tigers. Volltreffer. Mist, das passt mir gar nicht. Pumas, wir hauen ab. Tigers, Sie haben den Köder geschluckt. Alpha 5, sind die Frachtbehälter schon auf dem Weg? Die Jungs sind schnell. Nur noch ein paar übrig. Der letzte Frachtbehälter ist gesprungen. Navigationspunkt ist sauber. Ich denke, ihr braucht uns jetzt nicht mehr. Wir hauen ab. Viel Glück, Leute. Kommt, lasst uns abrücken. Mal gucken, ne? Was sie da gemacht haben. Sprungkoordinaten initiiert. Ich kann die Crimson Sky sehen. Du? Drecksäcke! Sie haben die Rettungskapsel zerstört. Gut, dass die Crimson Sky ferngesteuert wurde. Alpha 5, hast du schon eine Spur von den Kapseln? Hab sie. Ich übermittle dir jetzt die Koordinaten. Okay, lasst uns mir gerne einen Besuch abstatten. Lasst uns hinwarpen und ihn überraschen. Warp-Projekt online. Es kann losgehen. Ich wollte sagen, Alpha 5 ist doch da, ist Diceman und Alpha Liga ist doch Bandit. Weil die Anzeigen mal immer auf jeden Fall herum. Ja, okay, alles klar. Aber mal gucken, wo landen, ne? Was haben wir denn da? Sieht wie ein verlassenes Fort der Allianz aus. Fort Vanguard wurde zu Beginn des Krieges zerstört. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Bleib wachsam. Das ist Kämmer, haltet Position. Wir werden uns umsehen. Verstanden, Alpha Leader. Was soll es hier los? Das gefällt mir nicht. Führten diese Koordinaten etwa ins Nix? Sollte es so gewesen sein? Hm.
Hier ist nix, weit und breit nicht. Was ist die Station? Sieht verlassen aus. Bist du sicher, dass hier alles zerstört ist? Ja, es war jedenfalls so, aber die Behälter sind definitiv hier. Erstmal, ich messe hier einen Energieausbruch. Etwas verfolgt mich. Was zum Teufel ist das? Was zum Henker? Was? Was zum Teufel war das? Eine Art Ionenkanone. Sie hat einen der Pumas mit nur einem Schuss zerstört. Ausweichmanöver, Jungs. Passt auf, dass ihr nicht erfasst werdet. Macht die unschädlich, Piloten. Feuert mit allem, was ihr habt. Was zur Hölle bedeuten diese Lokis an der Seite des Forts? Ionenkanone zerstört. Gute Arbeit, Leute. Okay. Alle Achtung, großartiger Schuss. Okay, und Glück gehabt. Den uns kurzerhand erledigen können. Also, wie soll ich machen jetzt? Boah, die halten zum Glück nichts aus, aber. Weiter so, Kumpel. Jetzt, Dämme. Ich orte startende Jäger. Oh, wo, was? Herr Jäger. Habt ihr Idioten die Schilder nicht gelesen? Kein Zutritt. Covers macht er fertig. McCann? Du bist so gut wie tot. Du bist so gut wie tot, genau. Ich mache persönlich Platz. Sion, diesen Mieten. Jetzt wird's spaßig. Hast seit unserem letzten Treffen ein paar Tricks gelernt, huh? Viper, wo bist du? Du kommst auf Flug! Ja, das war's, McCann. Ich meine selber. Alle Achtung, großartiger Schuss. Naginata, harter Brocken. War leicht gepanzert, aber extrem wendig und schnell. Ha? Also auch so gut umgehen wie ich da als Zimmer. Ja, doch, der ist gar nicht so schlecht. So. McCann ist mal tot. Hab nur noch die. Autsch, hat bestimmt weg. Das war ein harter Brocken. Der hat doch ganz gut gekämpft mit der Kiste. Ich muss es mal so sagen. Nimm das, du Versager. So. Noch mehr. So. Genau. Hey Tigers, lang nicht gesehen. Hört sich wie Viper an. Viper? Schnell, Merke, wie immer, Moose. Viper, was zum Teufel geht hier vor? Wir dachten, du bist tot. McCann hat mir ein Angebot gemacht, das ich nicht ablehnen konnte. Und da er tot ist, bin ich jetzt der Boss. Abtrünnige, vernichtet sie. Okay, Tigers, mach diesen Verräter fertig. Den nehme ich selber. Den ignoriert ihr alle, den nehme ich selber. Weg da, die gehören mir. Für dich, du... Dein Stier gefällt mir! Ich drehe ab! Trottel! Dich schaffe ich doch mit Wohlängst, du fette Sage. Wow, nicht schlecht! Yeah, du hast ihn erwischt! Was war's mit dir? Toller Schuss! Wem darf ich die Blumen schicken, Kamerad? Hatte für nicht mal ein extra Wort für mich übrig, ja? Er hat nicht lange von seiner Führung gehabt, muss man sagen. Ne? Seine Führung war schnell vorbei. Die Grenzkraft des Reifens des Vipers. Hat er sich so überlegt, ne? Einfach hier die Nest übernehmen, dann die Beute für sich beanspruchen. Was dann für ein Teil, hör nachher ein Beseder. Alter, wie ist das so wendig? Oh, das ist ja ein Naginator, richtig übel, die Dinger hier. Ich wechsle da, wechsle.
Oh. Du hast ihn! Okay, Tigers, das war der letzte. Gut gemacht. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Viper zum Verräter geworden ist. Er hat seine Wahl getroffen und den Preis bezahlt. Gamma, ihr seid dran. Wir kommen rein. Viel gute Jagd. Wir haben alles verbraten, irgendwie. Wir haben ordentlich abgeräumt. Wir haben Viper getötet, McCann getötet. Ein erfolgreicher Tag. Schilde jetzt abgeschaltet, Torpedos gestartet, Bereich verlassen. Torpedos gestartet, Bereich verlassen. Wie lange sollen die Torpedos denn fliegen, ey? Hätten die vernünftig Abfangjäger, ey, wäre das viel zu weit weg. Ich schieße ja mal, das ist nicht wie weit weg, ey. Das dauert ja ewig, bis die da sind. Naja. Ich habe ja aufgeräumt vorher, ne? Eigentlich viel zu weit. Also ich fliege wirklich viel zu lange. Bis dahin, ey. Nun können die keine Geschütze mehr. Sonst könnten die nur die abschießen. Guck dir das Feuerwerk an, würde ich sagen. Wenn das nichts ist. Yeah, full treffer. Gute Arbeit, Leute. Colonel Tanner, wir verschwinden. Verstanden, Alpha Leader. Erfolgreiche Jagd, Tigers. Pumas, lasst uns abrücken. Ab geht's, Tigers. Warp Projektor kalibriert. Startbereit. Den haben wir ordentlich einen Schlag gepasst, diese Piraten. Das war's dann mit denen, ne? Alle tot. Wenn du das sagst. Ach ja, war auch ein schöner Tag. Gut, das sieht zurück, Herr Pilot. Ihre Service-Crew steht bereit. Fertig zum Landen. Ja, haben wir gute Arbeit geleistet. Hat sich gelohnt. Jawohl! Hören wir uns an die Abschlüsse. Das war eine erfolgreiche Jagd. Okay, so viel sein, haben wir sofort einen neuen Rang erhalten, wie ihr seht. Ja, ich würde mal sagen, wir lesen die Nachbesprechung von Niedermarie Enriquez an mich. Nach meinem Missionsbericht wurde ein Koalitionswing und eine Patrouille des abtrünnigen Wings ausgeschaltet, sodass Gamma ihr Ziel erreichen konnte. Dank ihrer Flugkünste und ihrer schnellen Reaktion auf die Situation wurden McGanns Leute daran gehindert, ihre Basis zu warnen. Hätten McGann und seine Leute weiterhin unbehelligt ihrem Piratenhandwerk nachgehen können, stünden uns zweifellos weitere Verluste an wertvollen Schiffen und Rohstoffen an die Abtrünnigen ins Haus. Wir teilen dem Oberkommando in einem Sonderbericht mit, dass Brett Kellen, Viper, seinerzeit ein respektierter Wingleader des 45. Geschwaders, im Gefecht von uns getötet wurde. Heute ist ein trauriger Tag für das 45. Freiwilligengeschwader, doch konnten wir die Situation meistern. Der Tod McGanns wird allen potenziellen Verrätern deutlich machen oder deutlich zeigen, dass wir keinerlei Gnade gegenüber denjenigen walten lassen werden, die der Sache der Allianz abtrünnig werden. Wir haben die schwierigen Aufgaben da draußen gut gemeistert. Die Ehre der Tigers wurde gerettet. Und sie haben der Einheit und dem Captain Grund zum Stolz sein gegeben. Commander Enriquez. Das Oberkommando hat es aus einem unerklärlichen Grund für angebracht erachtet, sie wieder zu befördern. Ich nehme an, die Ursache dafür kann nur in einem Bericht über ihre guten Taten hier draußen liegen.
Glückwunsch, Lieutenant Commander. Und vergessen Sie nicht, je höher der Dienstgrad, desto höher die Verantwortung. Ja, das nehmen wir mal beim Wort. Würde ich sagen, was haben wir so kennengelernt? Haben wir was Neues kennengelernt? Wir hatten Lübeck Sun, hatten wir schon. Schiffe, keinen neuen begegnet. Neue Person auch nicht. Ich glaube, wir haben nichts Neues hier kennengelernt. Deswegen können wir direkt zur Abschlussliste gehen. Würde ich sagen, die Abschlusstafel. Und da haben wir vielleicht ein bisschen aufgeholt. Ja, wir sind jetzt Klaus Steiner. Stecken wir jetzt im Nacken. Er spürt uns schon. Ja, das ist doch gut so. Ja, das freut mich. Da haben wir ein bisschen Luft zwischen uns und Platz 3 gebracht. Und haben uns zu Platz 1 vorgearbeitet. Noch 7 Abschlüsse fehlen ihm noch. Also fehlen uns noch. Und ja, mal gucken, ob wir die in der nächsten Mission machen. Oder irgendwann demnächst. Oder er nochmal zurücksteckt. Der Klaus Steiner. Na gut, das soll's gewesen sein mit dieser Mission hier. Alles erfüllt, haben wir einen neuen Rang erhalten. Wenn das nichts ist, Lieutenant Commander, haben wir bald Commander Rikus eingeholt, was das angeht. Und ja, wie gesagt, das war's mit dieser Folge hier. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Denkt wie immer an die Kommentare und an die Bewertungen und auch an die Glocke, damit ihr wisst, wann und wie es weitergeht. Denkt daran, dass ihr mir folgen könnt auf Twitter und auf Facebook. Wackerstanze bleiben. Ihr könnt beitreten dem Discord-Server zum Quatschen, kennenlernen, Spaß haben, mitspielen, mitmachen und mitgestalten. Dort erfahrt ihr alles, was Neues gibt und noch viel, viel mehr. Alles findet in der Videobeschreibung. Und ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.